Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alicia Online. Wir werden heute ein neues Outfit kaufen und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn ich habe ja nun schon seit Ewigkeiten nur dieses pinke Kleid und dieselbe Frisur. Und da es in der Zucht das letzte Mal ganz gut lief für mich, werde ich mir heute ausnahmsweise mal ein neues Outfit und neue Haare leisten, damit ich ein bisschen schöner aussehe. Und ich freue mich sehr drauf. So, deswegen werden wir gleich mal in den Laden gehen und da einmal schauen, was es für den Charakter alles so gibt. Ich werde direkt mal bei den Haaren anfangen. Und hier gibt es ja leider so schöne Haare für Gems, für die Edelsteine. Das sieht ja auch sehr cool aus. Die finde ich auch super cool. Aber ja, kann ich mir natürlich nicht leisten, leider. Kann ich mir doch leisten. Ha, ich bin ja blöd. Ich habe hier nur die ganzen Edelsteine gesehen und die habe ich gar nicht gesehen. Kostet 17.000 Karotten, geht also einigermaßen. Ich finde die irgendwie witzig. Wobei ich noch eine andere ins Auge gefasst hatte, nämlich diese hier. Die finde ich auch ziemlich cool. Ja, werden wir mal sehen, entweder die oder die andere. Aber erst einmal ein neues Kleid. Und auch da habe ich schon geschaut. Und was ich sehr schön finde, jetzt muss ich mal gucken, welches war das denn jetzt nochmal. Das hier finde ich schon mal sehr cool. Das ist halt so richtig schön winterlich irgendwie. Finde ich super, muss ich gestehen. Dann gefällt mir auch noch das hier ganz gut. Oder das hier. Finde ich beides cool. Das ist auch sehr schön. Wobei ich schon fast für das hellblaue tendiere. Dass es irgendwie total ausgefallen ist. Und ihr wisst ja, ich mag so ein bisschen ausgefallene Sachen. Und ja, das ist auf jeden Fall anders. Ist anders und ist winterlich und wir haben natürlich auch noch eine ganze Zeit lang jetzt Winter, bevor der Frühling anfängt. Ja, entweder das. Ich gucke nochmal die anderen nach. Gefallen mir so eigentlich auch ganz gut, aber ja, noch ausgefallener ist halt irgendwie schön, ist meins irgendwie ausgefallen. Und ich glaube, ich werde auch tatsächlich das kaufen, wobei das ja auch richtig cool ist, aber das ist ja so mega teuer. Da kaufe ich mir tatsächlich lieber einen neuen Pferdeslot, anstatt so einen Kleid zu kaufen. Das sieht auch super cool aus. Aber ich denke wirklich, ich bleibe bei diesen weißen. Das gefällt mir gut. Jetzt gucke ich nochmal bei den Haaren, ob ich diese nehme oder ob die da besser zupassen. Ich glaube, ich nehme die irgendwie. Ja, mir gefällt sowas. Mir gefällt sowas. Hutmäßig ist, glaube ich, nicht so wirklich was dabei, was mir gefällt. Lass mal gerade mal gucken. Vielleicht sowas hier. Ja, es ist schon wieder. Ist schon wieder irgendwie, passt das von der Farbe nicht so ganz, ne? Das könnte man machen, muss man aber nicht. Das könnte man machen, denn bringt das mit den Haaren allerdings nichts. Wobei ich das sehr cool finde, dass sie auch ein bisschen zusammengedrückt werden, die Haare. Gehört, glaube ich, eigentlich dazu. Aber wie gesagt, muss nicht unbedingt sein irgendwie. Ohne sieht es tatsächlich noch ein bisschen schöner aus. Oder einen normalen Reithelm hier. Oh, er sagt, sehr gute Wahl. Ausgezeichnete Wahl. Nein. Nee, finde ich nicht. Ich finde es ohne tatsächlich schöner. So, haben wir noch irgendwas, was man dazu nehmen kann? Ich glaube, das war es denn erstmal. Dann sind wir bei 59.000 Karotten. Oh mein Gott, es tut mir immer so weh, Karotten auszugeben, weil ich die ja immer gerne für die Zucht behalten möchte. Aber heute muss es einmal sein. Ich brauche ein neues Outfit und mir gefällt das irgendwie total gut. Ich weiß auch nicht. Ja, ich finde es super. Ihr dürft mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Outfit findet. Vielleicht sagt ihr ja, oh mein Gott, Windy, wie kannst du nur? Aber ich finde das ausgefallen und irgendwie total cool. Und ich mag es halt ein bisschen ausgefallen. Okay, dann kaufen wir mal die beiden Sachen. Ja, ja, genau. Einmal kaufen. So, haben. Ja, jetzt haben wir es gekauft. Und ich glaube, wir tragen es auch gleich. Oder müssen wir es noch? Ja, wir tragen es auch gleich. Yay! Nein, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Fürs Pferd kaufe ich jetzt erstmal nichts. Denn das hält ja leider immer nur 7 Tage. Da passt natürlich das Pegasus-Outfit total gut dazu. Momentan bei mir abgelaufen. Wäre schön, wenn ich es eventuell das nächste Mal nochmal wiederbekomme. Könnte natürlich sein, dass es in den Kisten noch drin ist. Habe ich nicht sowieso noch Kisten? Moment, da können wir direkt mal gucken. Ja, ich habe noch 3 Kisten. Vielleicht habe ich ja das Pegasus-Outfit zufälligerweise drin. Würde natürlich super sein, würde passen. Dann kann ich es gleich anlegen und gleich für den nächsten Stream benutzen. So, oh, und was ist es? Zufälligerweise haben wir das sogar. Okay, öffnen wir mal die nächsten Boxen und gucken mal, was da noch drin ist. Na, Spannung steigt. Und
Nochmal das Pegasus. Okay, alles klar. Ich glaube fast, ich lasse sie mal zu. Die letzte. Nachher ist da noch ein Pegasus-Outfit drin. So, Pferd, Ausrüstung. Wo haben wir denn das ganze Outfit? So. Einmal benutzen. Leider nur 2 Tage übrig. Das heißt, ich muss unbedingt morgen einen Stream machen, damit ich das Pegasus-Outfit benutzen kann. Oh, ist das toll. Ist das supi. Wie gesagt, ich finde, das passt richtig, richtig gut zusammen. Ich möchte das Pegasus-Outfit am liebsten die ganze Zeit haben. Ist wirklich das schönste Outfit, was ich bis jetzt gesehen habe. Wir werden nochmal schnell das Ei öffnen. Das ist nämlich auch fertig. So, einmal schlüpfen. Einmal das Ei ausbrüten. Eine Truhe. Okay, die habe ich noch nicht. Gefällt mir allerdings nicht ganz so gut optisch. So, beschwören wir trotzdem erst einmal. Okay, von der Farbe her passt sie natürlich dazu. So, einmal Buch anschauen. Dann wechseln wir wieder das Haustier zu meiner wunderschönen Möwe. Oh, ups, meine Maus wollte gerade nicht so, wie ich möchte. Was haben wir denn noch? Moment, steht hier nicht auch... nein, nein, da. Ja, schade, dass das nicht auf Deutsch ist, weil ich glaube, die sind ja auch noch für was gut, wenn ich mich nicht täusche. Den könnte ich auch noch dazu nehmen, der würde dazu passen, so sein optisch. Tja, ich hätte sehr gerne den Fuchs nochmal in so einer bläulichen Farbe, das wäre sehr cool. Aber wir setzen erstmal, ja, ich habe nur noch ein Ei. Ja, genau, wir setzen das eine Ei nochmal rein und ich glaube, das dauert eh nicht so lange. Das müsste bis zum nächsten Stream, genau, bis morgen ist es auf jeden Fall fertig. Sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, ja, bleib stehen. Bleib stehen, mein Kleiner. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Zuchtfolge wieder oder im nächsten Alicia Online Stream. Also bis später und auf Wiedersehen.